Er sieht sich als Speerspitze der Erneuerung in der Wirtschaftspolitik. Der Wirtschaftsrat der CDU bietet seinen Mitgliedern eine Plattform zur Mitgestaltung. Unter dem Leitsatz Wirtschaft trifft Botschaft sollen dabei auch regelmäßig Impulse über die Grenzen hinweg gesetzt werden. Am Donnerstagabend war der Wirtschaftsrat zu Gast in der türkischen Botschaft. Mit ihrem starken Wirtschaftswachstum ist die Türkei für Deutschland und natürlich auch für Berlin ein wichtiger Partner und darauf reagiert auch der Wirtschaftsrat. Herr Botschafter, der Wirtschaftsrat der CDU war zu Gast in Ihrer Botschaft hier in Berlin. Welche Bedeutung hat der Wirtschaftsrat der CDU für die Türkei und für Sie ganz besonders? Mittelstand, Unternehmer, die Streben haben zu wachsen, zu gedeihen, in Drittländer ihre Geschäfte weiterzuführen. Da können wir zusammenarbeiten. Da kann der Wirtschaftsrat vieles beitragen für die Türkei, für Deutschland, für den Mittelstand hier, denn die Türkei wächst, Pro-Kopf-Einkommen wächst. Das heißt, die jungen Menschen möchten das, was sie verdient haben, ausgeben. Und was sie ausgeben, muss produziert werden. Und wenn die deutschen Unternehmer es produzieren, so sind wir auch bereit, es zu einkaufen. Aber was zusammen in der Türkei gemacht werden kann, ist eben viel einfacher und näher zum Markt. Ja, die Türkei ist ein wirtschaftlich stark wachsendes Land. Wir haben eine umfangreiche Import-Export-Beziehung in die Türkei. Und überhaupt ist ja, sind die Türkei und Deutschland seit vielen Jahren miteinander verbunden. Man denke nur an die vielen Menschen türkischer Herkunft, die in Deutschland leben. In Berlin glaube ich 250.000. Ne? Ja, und denken Sie auch an Reisen zum Beispiel. Wir haben in der Größenordnung von 5 Millionen Besuchern aus Deutschland in der Türkei pro Jahr. Also es gibt verschiedene Beziehungen, wo wir doch eng miteinander verflochten sind. Ja, Deutschland und die Türkei haben enge Beziehungen, aber es ist auch der Wunsch des Wirtschaftsrates, stärker mit der türkischen Gemeinschaft in Kontakt zu kommen, über gemeinsame Projekte zu sprechen. Wir sind hier in Berlin, wir haben eine sehr große türkische Community und wir haben im Wirtschaftsrat diskutiert und beschlossen, dass wir uns stärker hier in Berlin einbringen werden. Die Sektion Berlin ist dort Vorreiter. Wir haben ja bereits und freuen uns, dass Sie, Herr Igert, uns als Vorstandsmitglied unterstützen wollen und sehen also die Zusammenarbeit sehr positiv und freuen uns eigentlich auf die kommenden gemeinsamen Projekte. Der Wirtschaftsrat der CDU Berlin-Brandenburg hat letzte Woche Sie zum Vorstandsmitglied gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Sie sind ein Berliner Unternehmer türkischer Herkunft, aber mit deutschem Pass. Was hat Sie bewogen, sich aktiv in der Gemeinschaft des Wirtschaftsrates zu engagieren? Erstmal mein ganz herzlicher Dank an die Wirtschaftsratmitglieder, die dann auch Vertrauen ausgesprochen haben. Natürlich ist es ein Punkt, was wir in Berlin als Berliner, ob wir ja türkischstämmig sind oder polnisch oder andere, dass wir ein Ziel haben, hier in Berlin gemeinsam was zu bewegen. Das ist mir der entscheidende Punkt. Und der Wirtschaftsrat ist dazu da, den ganzen gesamtes Spektrum der Wirtschaft mitzunehmen und auch in Bewegung zu setzen. Und auch gerade sehr enge und vertiefte Beziehungen mit den Türkei und den türkischstämmigen Unternehmen in aktiv gesetzt haben. Und das war auch der Punkt, den ich dann schon seit Jahren Mitglied der Wirtschaftsrat bin und jetzt in dem Vorstand diese Aufgabe zu übernehmen. Die Türkei wäre also oder ist ein idealer Partner auch für die deutsche Wirtschaft. Gibt es Probleme bei der EU, mit der EU, mit dem Beitritt? Und es gibt Probleme für die türkischen Unternehmer, nach Deutschland zu kommen. Es gibt keine Visa. Ja. Warum eigentlich nicht? Das müssen Sie der deutschen Politik fragen. EU ist eine andere Sache. Ich arbeite mehr auf das Bilaterale, sodass wir gegenseitig unsere wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Beziehungen weiter aufblühen lassen. Und da können wir vieles tun. Ich bin mir sicher, dass die Wirtschaft, die Wirtschaftsleute, die Unternehmer in der Türkei, denn die leichter ein Visum bekommen, auch hier Geschäfte öffnen können und wir zusammen mit Joint Ventures vieles weitermachen können. Zum Glück, wir als türkischstämmige, die in Deutschland leben, haben wir dieses Problem nicht. Aber es ist natürlich das Problem, wirklich das große Problem, dass die Menschen nicht Visum bekommen. Aber ich glaube, das wird auch schon in den nächsten Monaten, Jahren schon gelöst, weil
Letzten Woche hat die Türkei den Rückkehrabkommen unterzeichnet. Das heißt, über das türkische Territorium, die den ein oder anderen Drittländer nach Deutschland oder nach Europa kommen, Türkei sagt, okay, die werde ich zurücknehmen. Das war die größte Hürde bei der Visumpolitik und ich denke, das ist schon abgeschafft. Das haben die Türkei schon angenommen, das haben sie schon unterzeichnet und demnächst wird auch ratifiziert. Und daher da wird es schon kein Problem mehr geben, auch mit den Erleichterungen der Visum. Der Anteil wächst. Wir haben gerade eine eigene Gruppe gegründet, die sich mit der Erleichterung des Handels beschäftigen soll und eben auch immer mehr Unternehmer zu uns bringt. Es gibt ja viele dynamische Unternehmer, die in der Türkei und in Deutschland oder einem der beiden Länder, aber eben mit wirtschaftlicher Verflechtung Geschäfte machen inzwischen. Das heißt, Sie können eigentlich alle einladen, die türkischer Herkunft sind, heute vielleicht deutsche Staatsbürger, im Wirtschaftsrat der CDU tätig zu werden. Das jeder, der Interesse hat und sich einbringen möchte, ist bei uns natürlich herzlich willkommen. Ja. Kernpunkt des Wirtschaftsrates ist Handel treiben oder politische Beziehungen pflegen. Was ist Ihr eigentlicher Schwerpunkt? Ja, wir haben ja auch wir vertreten die Prinzipien Ludwig Erhards und wir vertreten soziale Marktwirtschaft. Jawohl, und insofern auch inhaltliche Aspekte in der Politik. Aber wir versuchen natürlich auch, das wirtschaftliche, die Wirtschaft insgesamt zu fördern. Die Wirtschaft, eine gute Wirtschaft, ist doch die Grundlage von Wachstum und einem gesunden Staat. Und wir glauben, dass man hierauf Augenmerk legen sollte und immer darauf achten sollte, dass die Wirtschaft sich eben auch ordentlich entwickeln kann. Das dient uns allen und gibt auch dem Staat Möglichkeit, mehr zu agieren, mehr zu verteilen. Welche Bedeutung hat der Wirtschaftsrat der CDU denn für die türkische Unternehmerschaft hier in Berlin? Also alle haben eine große Bedeutung, alle haben einen Stellenwert, alle Organe, alle Räte oder Kammern haben für uns eine große Bedeutung. Und wenn die CDU, die ja mehr konservativ gerichtet ist, diesen Markt, diese Lücke entdeckt, da können sie es weiter streben. Es ist ein Anlauf. Wir haben uns entschlossen, beginnend auf dem Bundesvorstand, in der Bundesvorstandsebene, dem ich angehöre, indem wir auf der Bundesebene eine Arbeitsgruppe türkische Unternehmen gegründet haben. Und wir wollen natürlich hier in Berlin, wo sehr viele Unternehmer aus ihrem Land vertreten sind und erfolgreich vertreten sind, uns stärker vernetzen und dann auch über gemeinsame Projekte zu sprechen. Also das heißt, es ist als Berlin als Modellprojekt, auch demnächst auch in andere Bundesländer so ähnliches zu gestalten oder bundeseinheitlich? Nun bin ich mit dem Begriff Modellprojekt eher zurückhaltend. Wenn wir erfolgreich sind und wenn Sie mich in einem Jahr fragen und wir können sagen, wir haben so und so viele türkische Unternehmer für die Arbeit im Wirtschaftsrat gewinnen können. Es gibt ein, zwei gemeinsame Projekte. Wir waren vielleicht auch mal als Wirtschaftsrat in Ihrem Land. Dann, glaube ich, kann man sagen, okay, es hat Modellcharakter und wir können darüber weiter im Bundesmaßstab dann auch sprechen und arbeiten. Es gibt schon auch viele türkische Unternehmensverbände, die jetzt seit Jahren in Berlin organisiert sind. Aber ich glaube persönlich, es ist auch ein Zeitpunkt gekommen, in die Mehrheitsgesellschaft Organisationen hineinzubewegen. Das heißt nicht mehr in den, es wird immer eine oder andere Organisation geben, türkischstämmige Unternehmerverbände oder ähnliches. Aber es muss jetzt auch eine gemeinsame Plattform geben, wo deutsche Unternehmer, türkischstämmige Unternehmer, alle anderen Unternehmen auch in einem gemeinsamen Dach das Ganze voranbringen und dann voranbewegen. Und der Wirtschaftsrat ist ja so eine Plattform und das ist auch ein guter Moment, gute Zeit, wo wir alle gemeinsam für Berlin, für Deutschland einiges mehr Wirtschaftliches voranbewegen können. Unter dem Motto, wir sind doch eigentlich jetzt Berliner und Deutsche und wir sollten uns daher auch in den deutschen Gesellschaften genau so ist es. Das ist auch als Berliner Unternehmer oder als deutsche Unternehmer muss auch dann sagen, okay, wir sind jetzt in auch den bestehenden Strukturen in den drin und da muss man gucken, wie man jetzt auch in den Drittländern hinaus den ganze Geschäftsbeziehungen aufbauen können, wie in den über den Kaukasien, Asien, auch in den Nahosten. Da sind auch viele türkische Unternehmer sehr stark und das kann auch ein guter Partner für den deutschen Unternehmer sein kann und ist auch vielen gute Partner. Und jetzt muss man natürlich alle gemeinsam noch mehr aufbauen, gemeinsam in Berlin, gemeinsam in Deutschland, aber gemeinsam auch über den Türkei hinaus in die Drittländer zu bewegen.
das bietet sich an und Sie haben recht. Wir haben sehr viele türkische Unternehmer hier, die sind erfolgreich. Sie haben, was für uns als Wirtschaftsrat wichtig ist, eine familiär geprägte Struktur. Und natürlich, gerade wir als Unternehmen im Rohstoffbereich, die weltweit arbeiten, können uns sehr gut Kooperationen mit türkischen Unternehmen auf Drittmärkten vorstellen. Wir wissen, wir sind in Kasachstan vertreten, da ist Ihr Land sehr stark. Überhaupt in den ganzen südlichen Staaten der ehemaligen Sowjetunion ist die Türkei der größte Investor, investiert viel Infrastruktur. Und ich glaube, dass man mit den Erfahrungen auch türkischer Bauunternehmen, Konstruktionsunternehmen sehr gut in anderen Ländern arbeiten kann und man sollte es einfach probieren. Wir sind offen dafür und wir wissen auch, dass andere deutsche Unternehmer darüber nachdenken, sich stärker auch nach Partnerschaften in ihrem Land umzusehen. Und gemeinsam auch den Deutschen sagen, dass die Türkei 6-stärkste oder 10-stärkste Wirtschaftsnation in Europa ist, mit 3,5% Wachstum. Ja, das ist auch natürlich ein Motivationspunkt, was auch den als Investoren noch in die Türkei hineinzieht. Es sind auch in den letzten Jahren über 5000 Unternehmen in die Türkei gegangen als Investor. Die haben auch den Firmensitz da aufgebaut. Das ist auch schon ein gutes Zeichen. Und darüber hinaus sind auch viele Projekte, gibt in den Kaukasien oder in Kasachstan auch einige deutsch-türkische Unternehmen da kooperieren und zusammenarbeiten. Das muss man natürlich mehr aufbauen. Wie ist denn zum Schluss die Erwartung von den türkischen, also von der Wirtschaftsratsseite, die Erwartung von den türkischen Unternehmen, die in Berlin oder in Deutschland ansässig sind? Wie soll die Zusammenarbeit denn funktionieren? Wie wird das alles demnächst gestaltet? Das ist eine sehr gute Frage. Der Punkt ist, dass wir natürlich eingestehen müssen, wir wissen eigentlich zu wenig voneinander. Und deshalb wird es eine erste Aufgabe sein, sich einfach in Gesprächen, in gemeinsamen Projekten näher kennenzulernen. Wir schätzen den unternehmerischen Drang, die unternehmerische Tätigkeit der türkischen Unternehmen und wir glauben, dass sozusagen beide Seiten davon profitieren können. Die Erfahrung, ein gewisses Image deutscher Technologie mit dem Unternehmergeist türkischer Unternehmer sollte uns eigentlich gemeinsam erfolgreicher machen können.